Der Paper Pen ist eine cremige Farbe, mit der Sie Perlen auf Papier setzen können, aber auch Linien ziehen und schablonieren ist möglich. Ich habe mir jetzt für mein Papier die Farbe Flieder ausgesucht, damit es schön zum Hintergrund ist. Hier Ihre Perlen herausfallen. Sie können von einer ganz großen Perle bis hin zur kleinsten Perle damit gestalten. Linien ziehen Sie genauso, indem Sie auch wieder mit einem leichten Druck auf den Paper Pen die Farbe herausfließen lassen. Sie ziehen die Flex-Schablone von der Trägerfolie ab und legen diese auf Ihr Papier auf. Gehen Sie ganz leicht mit dem Finger drüber, damit sich die ganze Schablone schön an das Papier anpassen kann. Ich arbeite jetzt mit dem Paper Pen. Sie können aber in der gleichen Technik auch mit dem Glitter Pen arbeiten. Tragen Sie Ihre Farbe einfach ganz großzügig auf und verteilen die Farbe jetzt mit einem Spachtel gleichmäßig über das Motiv. Wenn alles schön bedeckt ist, ziehen Sie Ihre Flex-Schablone sofort wieder ab. Solange die Farbe noch feucht ist, können Sie Glitter hineinstreuen. Streuen Sie einfach ganz großzügig über die feuchte Farbe drüber. Und schütteln alles Überflüssige jetzt einfach herunter. Heben Sie Ihr Papier an. Klopfen mal feste drauf, sodass das Überflüssige abfallen kann. Sollten noch Reste vom Glitter auf dem Papier bleiben, gehen Sie mit einem Pinsel drüber, wenn die Farbe trocken ist.